Wie versprochen, hielt ich meine Klappe über Nintendo und machte keine neue Kolumne über diese Firma. Ich wollte warten, bis sie die Nintendo NX zeigen. Und sie haben sie jetzt gezeigt. Das heißt, wir kommen direkt zur Sache. Die Nintendo Switch ist Nintendos nächster Versuch, Fuß zu fassen. Nachdem die Wii U eine finanzielle Vollkatastrophe war, wird es Zeit, das Konzept ein wenig zu ändern. Aber eigentlich ist das Ganze kein neues Konzept. Die Switch ist grundsätzlich ein Tablet mit zwei Slots an der Seite, an denen man Controllerhälften anschließen kann, die ebenfalls kabellos funktionieren. Unterwegs kann man also es wie ein Handheld benutzen oder mit einem Standfuß vor sich stellen und die Controllerhälften in der Hand halten. Tatsächlich sind die einzelnen Hälften so aufgebaut, dass man theoretisch sogar zu zweit spielen kann, indem jeder eine Controllerhälfte nutzt. Zu Hause wartet die Docking Station auf einen. Kaum wird das Tablet in die Station geschoben, wird das Bild per HDMI zum Fernseher übertragen. Und das ist die Switch. Beeindruckend ist, dass so viele Gerüchte, die es nun seit paar Monaten gab, wirklich wahr wurden. In dem Podcast hatte ich noch alte Fakten rausgekramt, die Gerüchte bestätigten. Zum Beispiel, dass Nintendo vor vielen Jahren bereits die Handheld- und Heimkonsolenteams aufgelöst haben und ein großes gemeinsames gebildet wurde. Und wie gesagt, das Ganze ist eigentlich kein neues Konzept. Es erinnert mich an etwas, an einen anderen Reveal-Trailer auf einer E3. Exakt, die Wii U. Bis heute hat Nintendo es nicht geschafft, das Konzept der Wii U vernünftig zu erklären, warum der Tablet-Controller eine sinnvolle Innovation ist. Aber noch bevor wir wussten, dass das Gamepad ein Controller für eine neue Konsole ist, dachten wir, dass der Controller die Konsole sei. Dass man das Gamepad mitnehmen kann, um unterwegs zu spielen. Die Idee fand Nintendo wohl so toll, dass sie das prompt umgesetzt haben. Um fair zu bleiben, zum Zeitpunkt der Wii U wäre das Ganze unmöglich gewesen. Die Technik war einfach nicht da. Wie spekuliert, steckt Nvidia hinter der Hardware-Power und wie erwartet wird hier ein Tegra-Chipsatz verwendet. Der X1-Chip von Nvidia zeigt im Shield TV bereits, was möglich ist. Die Switch scheint aber kein X2 zu verwenden, stattdessen einen extra angefertigten Chip. Ich gehe da von einem Zwischenschritt aus, der eine beeindruckende Leistung erzielen sollte. Die Frage, die aber noch im Raum steht, ist, hat die Docking Station einen extra Chip, damit beim Spielen am Fernseher die grafische Qualität erhöht wird? Ich behaupte da einfach, nein. Was aber nicht heißt, dass die Optik am Fernseher nicht besser sein kann. Auffällig sind nämlich die riesigen Lüftungsschlitze. Das Shield TV benötigt diese ebenfalls, das Shield Tablet jedoch nicht. Das Tablet verwendet einen K1-Chipsatz, der schwächer ist als der X1, aber bei weitem nicht schwach. Daher würde ich einfach sagen, der Ventilator der Switch ist im Handheldbetrieb ausgeschaltet. Angedockt gibt es dann zwei Möglichkeiten. Erstens, Switch hat zwei Chips eingebaut und der zweite wird aktiviert, sobald der Handheld angedockt ist. Oder zweitens, die Leistung des Chips wird in Handheld-Modus runtergedreht und angedockt mit Stromzufuhr wieder aufgedreht. Die Switch wirkt wirklich wie eine Kombination von Shield Tablet und Shield TV. Und als riesiger Fan dieser Produkte sage ich, bravo Nintendo, ihr habt da vielleicht eine Nische gefunden. Denn Nintendo hat Gott sei Dank aus den Wii U-Fehlern gelernt und macht jetzt so viel mehr richtig. Was zeigt uns der Reveal-Trailer? Junge Leute in Alltagssituationen. Keine sterile Familie, keine Kinder. Die Zielgruppe ist glasklar. Wir sehen Skyrim, wir sehen NBA. Diese Spiele wurden doch nicht umsonst ausgewählt. Mich wundert es nur, dass sie nicht FIFA gezeigt haben. Denn auch wenn viele von euch mit FIFA nichts anfangen können, ist diese Spielemarke enorm wichtig. Sie verkauft sich wie blöd. Sie verkauft sich in Konsolenbundles wie blöd. Eine Konsole kann nur wirklich erfolgreich werden, wenn FIFA auf ihr erscheint. Und stellt euch mal vor, FIFA erscheint auf der Switch. Ein vollständiges FIFA, das ihr überall mit hinnehmen könnt. Ein FIFA, das ihr im Multiplayer in jeder Schul- oder Arbeitspause spielen könnt. Oder um den Hype ein bisschen anzukurbeln, Nintendo hat eine Innovation gefunden, die nicht wie die Wii mit Motion Control oder Wii U mit dem Gamepad limitiert. Das Switch erweitert die Möglichkeiten einer Konsole. Rein theoretisch musst du niemals das Tablet aus der Dockingstation nehmen und kannst es perfekt als traditionelle Konsole verwenden. Aber sie ist so viel mehr. Aber Christian, rufen jetzt ein paar Nintendo-Fans, heißt das jetzt, dass Wii U und 3DS gleichzeitig sterben? Und dazu sage ich nur ein trockenes, ja, natürlich. Wie bereits gesagt, wurden Handheld- und Heimkonsolenteam zusammengelegt und ihr könnt euch sicher sein, dass das wohl das Cleverste ist, was Nintendo hätte machen können. Denn selbst wenn nun die Third Parties abspringen sollten, überlegt mal, wie viel Software von Nintendo erschien, wenn man Wii U und 3DS zusammenzählt. Ja, gar nicht übel. Und nun stellt euch vor, dass anstatt es zu trennen, alles auf einer einzigen Plattform erscheint. Oh, werdet ihr sagen. Das ergibt natürlich Sinn. Und natürlich ergibt es Sinn. Und wir werden auch sehr bald die Früchte davon sehen. Denn die Gerüchte sprachen von aufgepeppten Wii U-Ports. Und siehe da, Mario Kart 8 mit zwei Item-Slots und King Boo als Fahrer und Splatoon mit neuer Map und Frisuren sowie anpassbaren Hosen. Viele schrien gleich auf und sagten, Omf, Nachfolger, Arr! Aber nein, das sind Ports, die
aber aufgepeppt worden, damit Vollpreis oder zumindest 10 Euro günstiger als Vollpreis einen erneuten Kauf rechtfertigen. Gerüchte über einen weiteren Mario Kart DLC gab es lang und nun wissen wir, wo es hinging. Aber es gab gleichzeitig noch ein weiteres Gerücht, was indirekt bestätigt wurde. Es wurde gesagt, dass ein Haupt-Pokémon-Spiel auf der Switch erscheint. Und das ziemlich zügig. Glasklar, es geht hier um einen Port von Sonne und Mond. Und das ist interessanter als einfach nur ein Port, denn es signalisiert eine wichtige Sache. Pokémon erscheint nun auf der Switch. Wenn ihr Pokémon spielen wollt, kauft euch eine Switch. Der Chef von Game Freaks hatte das Konzept der Switch bereits vor ein paar Wochen bestätigt und so auch indirekt das Gerücht. Natürlich sehen wir erst nach dem Release der 3DS-Version etwas von der Switch-Version. Man will Kunden nicht verwirren oder potenzielle Käufe verlieren. Zwei Sachen machen mir aber Sorgen. Erstens, Zelda ruckelt in jedem Gameplay-Video. Und Zelda ruckelte vor allem, als sie das Spiel im Handheld-Modus zeigten. Diesbezüglich mache ich mir Sorgen. Viele mögen nun mit, sie haben ja noch Zeit, kommen. Aber das Spiel ist an sich schon fertig. Die Wii U-Version wird ruckeln und ich hoffe, Switch ist stärker als die Wii U, damit es da zumindest in Docking-Zustand flüssig läuft. Und zweitens, das angeteaste Mario-Spiel sieht entweder cool oder seltsam aus. Nintendo Tokyo macht weiter mit dem Mario 3D World Stil. Aber die Kamera ist hinter Mario. Entweder wird's also ein Mario 3D World 3D oder, und das wäre interessant, es wird ein neues Mario 64 Spiel. Hinweise wären eine durchgehende Thematik. Mir fiel auf, dass in der wilden Westenwelt Sachen zu Eis eingefroren sind. Die Fontäne im Hintergrund und es hängen überall Eiszapfen rum. Und im Clip später sehen wir ebenfalls Objekte aus Eis. Ich gehe davon aus, dass die Level nicht linear sind, sondern man dieses Eis beseitigen kann. Vielleicht bekommt die Feuerblume endlich mal mehr Aufmerksamkeit. Und nun noch eine Sache, die kürzlich berichtet wurde. Dieses Jahr bekommen wir keine neuen News mehr zur Switch. Es wird also ein düsteres Weihnachten für Nintendo. Da können wir nur hoffen, dass mit der Switch alles besser wird. Weiterhin ist es interessant, dass alle Third-Party-Publisher, die Nintendo aufgezählt hat, ein Tweet verfasst haben, dass sie stolz sind, für die Switch Spiele zu produzieren. Das ist doch irgendwie interessant, oder? Als wenn Nintendo ihnen gesagt hätte, ey, macht doch mal irgendwas öffentlich, dass ihr für uns Spiele produziert. Einfach so für die Konsumenten. Damit die nicht Angst haben, dass nach 3 Generationen ohne Third-Party-Support jetzt wieder nichts kommt. Eigentlich kann doch jetzt nichts mehr schieflaufen. Oder nicht? Wir sind am Ende des Videos. Yay! So, es gab viel zu sagen. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Solche Sachen wie, dass das Konzept der Switch schon mal irgendwo existierte von einer chinesischen Firma. Und weitere Gerüchte. Und all so einen guten Spaß. Aber hey, das muss nicht alles in einem Video. Wir haben doch viele Möglichkeiten, wo wir diesen Spaß reden können. Und vor allem das Wichtige ist, wir brauchen erstmal ein paar mehr Infos. Also ja, das soll jetzt erstmal für den groben Überblick gewesen sein. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich in diesem Video nicht nochmal das komplette Konzept dieser Konsole erklärt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch den Trailer 3-mal hintereinander gesehen haben. Und ihr werdet wissen, wie die Switch funktioniert. Ich wollte nur ein bisschen was aufbereiten, was mir durch den Kopf ging. So, wir sind also am Ende. Bedeutet, ihr könnt wieder eine alte Kolumne angucken. Vielleicht irgendeine, wo ich schon mal über Nintendo gesprochen habe und nicht so glücklich war. Ich bin auch weiterhin nicht glücklich, vor allem, dass jetzt dieses Jahr nichts mehr kommen wird. Also, ja, da gibt es noch vieles zu diskutieren. Ansonsten natürlich Gaming Talks abonnieren, ganz wichtig. Wir haben viele Kolumnen, wir haben viele News, wir haben viele, viele Sachen. Und die Switch wird natürlich auch ein großes Thema sein demnächst. Und nebenbei arbeite ich noch auf meinem eigenen Kanal, beziehungsweise ich arbeite an einem Video für meinen eigenen Kanal. Das sollte hoffentlich noch fertig werden heute, wenn nicht, wäre doof. Ich habe noch 2 Stunden Zeit dafür, bevor ich weg muss. Spannend, einfach nur spannend. Gut, das war's. Habt ein Wochenende. Habt ein Wochenende.